Und am Nachmittag hat das Spitzenspiel dieser Runde stattgefunden. Der dritte, Rapid, trifft auf den Tabellenführer, auf den Wolfsberger AC. Und am Ende gewinnt Rapid zum dritten Mal in Serie. Und zwar klar mit 3:0, Philipp Lautischer. Vor dem Spiel gibt es eine herzliche Begrüßung der beiden Freunde Barisic und Kübauer. Für beide war im Vorfeld des Duells jeweils der Gegner in der Favoritenrolle. Der Tabellenführer aus Wolfsberg im Vergleich zum Sieg gegen Salzburg mit einer Änderung. Kerche beginnt statt des gesperrten Wernitznik. Oder wie Didi Kübauer sagt, der Manni spielt für den Wuschi. Das Spiel braucht lange, um in Schwung zu kommen. In Minute 21 gibt es den ersten Aufreger. Kerche will nach Attacke von Stangl einen Elfmeter. Kritische Szene. Wir sehen, Stangls Knie trifft jenes von Kerche. Aber wir sehen auch, dass der Kärntner etwas theatralisch abhebt. Schiedsrichter Muckenhammer lässt vermutlich genau deshalb weiterlaufen. Definitiv Glück für Rapid in dieser Szene. Direkt drauf dann die erste gute Offensivaktion der Grün-Weißen. Philipp Schobesberger mit dem Schuss aus der Drehung. Paller kann noch entscheidend stören. Schobesberger heute für den gesperrten Staub in der Startelf. In der Anfangsphase Rapid spielbestimmend, dann kommt aber der WRC immer besser ins Spiel. Jacobo hat da zu viel Platz und stellt Novota in Minute 33 vor ernsthafte Probleme. Gefährlicher Aufsitzer des Spaniers. Dann aber wieder Rapid. Über rechts Schrammel ist da kurzzeitig ohne direkten Gegenspieler. Nützt das zu einer sehenswerten Spielverlagerung auf Kainz. Und der legt quer auf Robert Beric. Es steht 1:0 für Rapid. Es ist das fünfte Saisontor für den Slowenen. Klasse herausgespielt. Schrammel mit dem Zug zur Mitte. Kainz ist nicht im Abseits. Die Ablage dann perfekt für Robert Beric. Der kann sich im Rücken von Solbauer lösen und dann locker einschieben. Zur Pause wird dann fleißig Kaugummi gekaut. Barisic weiß, dass die Partie noch lange nicht gewonnen ist. Aber der WRC startet mit einem Fehler in die zweite Hälfte und Rapid kann diesen umgehend ausnützen. Schlechter Abstoß von Kofler. Der Ball ideal in den Lauf von Beric. Und wie gegen Wiener Neustadt trifft der Slowene auch heute doppelt. Entscheidend, dass Koflers Abstoß zu kurz ist. Hofmann sich gegen Hüttenbrenner durchsetzt. Dann leistet Solbauer zu wenig Widerstand gegen Beric. Kommt nicht in den Zweikampf. Und der Abschluss von Rapids Nummer 9 passt dann exakt ins Eck. Die Grün-Weißen jetzt mit viel Selbstvertrauen. Hofmann und Schwab übernehmen endgültig das Kommando im Spiel und kombinieren immer wieder sehenswert nach vorne. Starker Abschluss von Florian Kainz von der Strafraumgrenze. Das sieht man zunächst gar nicht, wie knapp Rapid am 3:0 vorbeischrammt. Zuerst wird der Ball von Kerche noch abgefälscht und dann streift die Kugel die Stange. Aber Florian Kainz sollte noch zu seinem Tor an diesem Tag kommen. Schwab mit dem Einwurf auf Beric. Der wird nur halbherzig bedrängt. Holt sich von Palla den Ball zurück. Dann zündet Schobesberger den Turbo. Und Kainz trifft mit der Ferse zum 3:0. Riesenjubel bei Kainz und das zu Recht, denn er macht das in Minute 61 schlichtweg sensationell. Auch in dieser Szene muss man natürlich das mangelhafte Defensivverhalten der WRC-Hintermannschaft ansprechen. Paller hat den Ball eigentlich schon unter Kontrolle, Schobesberger dann im Fallen und Kainz. Der Abschluss ist einfach nur zum mit der Zunge schnalzen vom Feinsten. Damit ist nach einer guten Stunde die Partie bereits entschieden. Wolfsberg hat kurz vor Schluss noch eine letzte Möglichkeit. Dieser Schuss von Weber ist die gefährlichste Aktion der Kärntner in Hälfte 2 und gleichzeitig auch der Schlusspunkt des Spiels. Rapid schiebt sich dank eines verdienten 3:0 Sieges gegen den WRC bis auf 6 Punkte an den Tabellenführer aus Wolfsberg heran. In erster Halbzeit war es vorhin bis zum 1:0 ein sehr offenes Spiel. Wir wissen, wie gefährlicher der WRC ist. Sie sind ja nicht umsonst ganz da vorne. Aber ich glaube, über das ganze Spiel gesehen, haben wir vielleicht in einer Situation sehr viel Glück gehabt. Aber im Großen und Ganzen hochverdient gewonnen. Das war ja dann ein Weltklasse-Tor von Ihnen. Darf ich Sie kein Zinio nennen ab heute? Na, danke. War ein super Tor. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist. Aber ja, jetzt haben wir zwei wichtige Spiele in den nächsten Wochen im Cup und dann gegen Salzburg. Also bringt es jetzt nichts, wenn wir uns jetzt feiern lassen, sondern müssen wir hart arbeiten.
Was ist denn da offensiv am Entstehen momentan bei Rapid? Mit Ihnen, mit Beric, mit Hoffmann, Schaub war heute gar nicht da. Ja, wir haben sehr gute Einzelspieler und treten als Mannschaft da sehr stark auf. Und ja, zurzeit funktioniert es sehr gut. Am Anfang hat es noch ein bisschen gedauert, aber wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt so fortsetzen können. Es hat irgendwie der letzte Biss gefallen. Vielleicht haben wir zum schlechtesten Zeitpunkt die Tore bekommen. Ja, so kommt, wie gesagt, so ein Ergebnis zustande. Bis auf einen kurzen Moment in der ersten Halbzeit, wo wir dann ein bisschen ins Spiel gekommen sind, waren wir die schlechtere Mannschaft und haben dann in dieser Höhe verdient verloren. Wobei ich schon dazu sagen muss, dass man der Rapid eigentlich speziell Tor 2 und 3 geschenkt hat. Und wenn du kurz nach der Pause 2-0 kriegst und dann eigentlich durch ein Geschenk 3-0 kriegst, ist schon mit einem 1-0 schwer genug hier zu spielen. Und so ist geht die Niederlage ganz klar in Ordnung. Und aus so einem Spiel müssen wir lernen, weil das ist einfach zu wenig. Sie haben uns auch das Leben sehr, sehr schwer gemacht, speziell in der ersten Halbzeit, wo wir nicht allzu viele Mittel gefunden haben, da durchzukommen, um Chancen zu kreieren. Aber in der zweiten Halbzeit ist es dann besser gelaufen. Ja, schlussendlich bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft und bin natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Ja, Jubel bei Rapid, klarer Sieg gegen Wolfsberg. Vor allem in der Offensive, alles in Ordnung, Herbert Weber. Irgendwie 3 Wochen zu spät, oder? Ich denke an Helsinki. Ja, leider. Die Mannschaft kommt wirklich jetzt richtig in Schwung. Spieler bewegen sich sehr gut, auch ohne Ball. Und deswegen sieht man auch, welche Ideen Steffen Hoffmann zum Beispiel hat, dass er auch immer besser ins Spiel findet, dass er auch heute noch, obwohl er schon ein bisschen älter ist, ein ganz großer Regisseur sein kann von dieser Mannschaft. Und wenn man Kainz sieht und Beric sieht, wie schnell, dass sie sich gefunden haben, wie schnell, dass sie sich eingespielt haben in diese Mannschaft, da sieht man schon, dass wahrscheinlich intern ein sehr gutes Klima herrscht, dass alle bereit sind, alles zu geben. Und das war heute wirklich beeindruckend, nicht nur, wie sie technisch versiert aufgetreten sind bei den Toren, sondern wie sie auch die Zweikämpfe gewonnen haben, wie sie sich läuferisch durchgesetzt haben und wie sie in entscheidenden Momenten einfach auch dann zu Torchancen gekommen sind. Ich glaube, wahrscheinlich in der ersten Spielhälfte 2 Schlüsselszenen. Die Situation, als es keinen Elfer gab für den WRC und dann das 1:0 für Rapid. Toni Pfeffer, das wollen wir uns gemeinsam noch einmal ganz genau anschauen. Erzielt hat es Robert Beric, aber die Entstehungsgeschichte, ja, die ist sehr interessant. Eingeleitet wurde die Situation von Thomas Schrammel, der ja heute wieder rechts in der Viererkette gespielt hat bei Rapid. Ja. Spielaufbau bei Rapid, Pass zu Schwab. Und hier sieht man genau, wie gut eigentlich die WRC-Abwehr verteidigt. Aber hier sieht man auch, dass Jacobo sich diese Meter spart. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre dieser Pass auch zu verhindern gewesen. Bitte weiter. Kommt es gar nicht zu dieser Situation, dass jetzt Schrammel, und das ist der nächste Fehler in Wahrheit, der überhaupt nicht unter Druck gesetzt wird, sondern hier ganz leicht flanken kann. Und was hier dann passiert, sieht man, dass Kainz sich ganz leise hinter Standfest schleicht. Drückt er ein, weil Rönnig seine Position verlassen hat? Ja, das ist schon so, dass natürlich dann dass der Grund war. Und dann ist natürlich diese Aktion sehr, sehr schön abgeschlossen worden. Aber grundsätzlich waren da einige Fehler natürlich dabei beim WRC. Ja, und Robert Beric ist in Form, darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Das hat man gesehen. Ja. Herbert Weber nicht nur heute, hat 2 Tore gemacht beim Nachtragsspiel in Wiener Neustadt. Heute wieder 2 Treffer erzielt. Was zeichnet ihn aus? Ja, dass er sehr beweglich ist, dass er auch sehr flexibel ist, sehr oft auch auf die Flanken ausweicht. Das hat man auch bei Sturm schon gesehen, dass er läuferisch stark sein kann. Aber es hat ihm natürlich gefällt, dass er auch diese Kaltschnäuzigkeit zeigt vor dem gegnerischen Tor, die er jetzt bei Rapid in den letzten Spielen bewiesen hat. Natürlich schaut es so aus, wie wenn das leicht zu erzielende Tore wären. Er hat schon gegen Wiener Neustadt 2 geschossen, wo die Stankelpässe sehr gut gelungen waren und er nur aus 2-3 Meter die Tore erzielen musste. Aber trotzdem muss man erst dorthin kommen. Da 35 auch, Spiele, 10 Tore für Sturm, 8 Spiele, 6 Tore für Rapid. Ja, das schaut noch mehr aus in dieser Saison. Also man sieht schon, dass auch gesucht wird, dass die Spieler das Gefühl haben, dass er ihnen in der Offensive helfen kann, dass er einer ist, der den
Ball gut behaupten kann und die nachkommenden Spieler auch sehr gut in die Tiefe schicken kann. Also er ist nicht nur ein Goalgetter, sondern auch ein Vorbereiter. Das hat er bei Sturm in Ansätzen gezeigt. Vielleicht gelingt es ihm jetzt bei Rapid wirklich seine ganze Qualität auszuspielen.